Werden guten Tag und willkommen bei Schlenderman. Ich weiß, bitte bleibt dran. Ich kann das erklären. Also, draußen, ich meine, nicht alle haben es mitbekommen, aber draußen ist gerade eine Pandemie, Corona und so. Ist auch eine kleine Sache. Es ist, wie gesagt, ist so ein bisschen, wenn die Zeitung geguckt hat oder Nachrichten gehört hat, das vielleicht mitbekommen. Und dieses Virus, das führt halt zu einigen Maßnahmen, Lockdown und alles Mögliche. Aber wisst ihr was? Davon bekommen wir ja nichts mit in Deutschland. In Deutschland ist ja alles wirklich tutti frutti. Ich habe noch keine Maske gesehen seit vielen Monaten. Aber wenn man auf Österreich schaut, dann ist das was ganz anderes. Und ich persönlich habe einen guten Freund, der mir dieses Spiel hier nahegelegt hat, um mir die Zustände von Österreich näher zu bringen. Weil für uns ist das ja alles ziemlich schwer vorzustellen. Wenn man diese ganzen Bilder mit Masken im Bus und im Geschäft und so Einkaufswagen, das ist ja alles so ein bisschen surreal, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Klopapier gibt es ja hier auch en masse. Deswegen. Und wenn man auf Österreich schaut, dann ist das wohl anders. Da ist wohl gerade alles wirklich Lockdown, Maskenpflicht und irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns gleich an. Und das ist für uns quasi ein perfekter Einblick, wie es in einem anderen Land eigentlich aussieht. Während diesen harten Zeiten. Ne? Ich persönlich bin ja sowieso ein Fan von Fanservice. Und wie man hier sieht auf dieser Statistik, 3,9% der Zuschauer sind aus Österreich. Und damit sind sie halt fast ein Bruchteil von der Zuschauerschaft und dementsprechend muss man ja auch mal was für die machen, nicht? Wenn wir schon hier sind, ne? Abonnieren könnt ihr natürlich auch. Tolle Statistiken. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Diesen Trailer kann ich ja mal zeigen hier. Schönen guten Abend. Hier spricht Ihr Bundeskanzler. Ich fürchte, Sie zwingen mich nun zu verschärften Maßnahmen. Sehen da meine Kanzleraugen? Ein Bürger in freier Wildbahn? Hören Sie bitte auf, wegzulaufen. Wir sind doch nicht im Kindergarten hier. Leute wie Sie sind der Grund, dass wir kein Weihnachtsfest haben werden. Das ist um Gottes Willen. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Schlenderman. Wie ein Lockdown. Es ist wirklich eine harte Zeit, ehrlich. Ja, die Musik finde ich gut. Das erinnert mich ein bisschen an Vampire. Kennt ihr das Spiel? An Vampire, ich weiß nicht. Alter. Kann mir sagen, was man will, aber die Musik ist gut. Das sage ich ja irgendwie bei jedem Spiel, ne? Naja. Ich könnte schwören, ich habe den guten Basti hier gerade gesehen. Na da, seht ihr? Basti Kurz, ein toller Bundeskanzler, bestimmt. Lockdown light oder Lockdown hard? Ja, vor dieser Entscheidung stehen natürlich auch immer Regierungen. Sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Ja, probieren wir mal Lockdown light. Na, wollen wir nicht gleich übertreiben. Lange schien es so, als wäre uns die Corona-Ampel gnädig gestimmt. Sie ließ das Land in einer grün-gelben Suppe aus Ignoranz und Eigenverantwortung verweilen. Doch volle Einkaufsstraßen, Lokale und XXX-Lots Neueröffnungen erzürnten die Ampel. So verbannte sie das Land ins tiefste Rot der Hölle. Diejenigen, die nach 20 Uhr noch auf den Straßen herumschlendern, wurden nie wiedergesehen. Okay. Muss 7 Klopapierrollen finden und noch vor 6 Uhr nach Hause in die Wohnung kommen. Soll mich nicht von Basti erwischen lassen? In der Wohnung bist du von Basti sicher. Allerdings sinkt dort meine geistige Gesundheit. Das trifft's ganz gut. Wenn ich meine Maske aufsetze, dann braucht Basti länger, mich zu finden. Aber ich kann nicht mehr so schnell laufen. Und der blaue Pfeil zeigt Richtung Wohnung. Okay. Okay, ja, das ist natürlich kritisch. Ein Lockdown ist, man darf nicht rausgehen, aber man braucht unbedingt jetzt diese 7 Rollen Klopapier. Ich kenne das Gefühl, ehrlich. Also entweder kommen wir hier an die Grenzen meiner Kompetenz oder das Spiel ist kaputt und ich komme nicht weiter. Ich drücke hier zum Skippen klicken. Ich klicke alles, ich drücke alles hier. Das sieht mir nach einem Neustart aus. No, Loading, das ist neu. Ui. Ui. Okay, gut, gut, gut. Also, das hier ist mein Haus. Ist in Ordnung, kann ich da mal reingucken? Ach so, da kann ich einfach so, okay. Mhm.
Kann ich auch irgendwie wieder raus? Ah. Okay, okay. So setze ich die Maske auf. Ich verstehe. Da oben ist die Uhrzeit. Okay, ich soll vor. Okay, okay, okay. Ich krieg das hin. Ich habe nur keine Ahnung. Gottes Willen, was ist das denn für. Was ist das denn hier? Na gut, ich gebe mein Bestes, okay? Wir schaffen das. Ich wusste schon immer, dass Österreich so aussieht. Solche Dinger gibt es da nämlich. Einfach ein Baum auf der Straße. Was ist hinten, glaube ich, hier? Irgendwas leuchtet da. Ah, hier gibt es eine Taschenlampe. Mehr oder weniger. Verstehe. So, keine Ahnung, wo soll ich. Das Sehen sieht aus wie eine Rolle Klopapier, oder? Oder zumindest nach irgendwas Ähnlichem. Schlimm. Oh. Danke. Das ist schon 1 von 7. Das glaube ich ja. So. Danke. Okay, okay. Und schon der nächste. Also ich könnte in die ESL gehen. Und noch eins. Seht ihr, ich habe ein Händchen dafür. Zack. Okay, die Musik ist ein bisschen dubios geworden. Mhm. Hier von 7. Also noch habe ich ihn nicht gesehen, den guten Basti. Hm. Ist gehört? Klang so, als hätte jemand eine Kettensäge angeschmissen. Fun Fact, ich habe noch nie Slenderman gespielt. Ne? Ich meine, das ist gut, das ist jetzt Slenderman, ne? Oder Man, je nachdem. Aber Slenderman habe ich tatsächlich, also das Originale, nie gespielt. Schande über mich. Sollte ich vielleicht mal nachholen. So, meiner geistigen Gesundheit geht es noch gut. Und da sehe ich schon die nächste Rolle. Zack. Lieber Österreicher oder Österreicherin, hören Sie auf, Sie entzürnen die Corona-Ampel. Ja. Solch ein rücksichtsloses Verhalten, wie Sie an den Tag legen, dürfen wir in unserem schönen Österreich nicht dulden. Mir fehlt nur eine Rolle. Das war schon beängstigend, irgendwie. Läuft jetzt einfach hier rum, oder was? Ich habe das Gefühl, es wird immer nebliger. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. So ein bisschen paranoid bin ich ja schon. Wenn da so ein Basti kurz um die Ecke kommt. Oh, das ist die letzte Rolle, klar. Ich habe sie gefunden. Habe ich das Spiel dann durchgespielt? Kannst du euch nicht sagen, Leute. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Okay. Also ich gucke mich so ein bisschen paranoid um, ich weiß nicht. Es klingt sehr dramatisch, noch sehe ich nichts. Und hier ist mein Haus. Und, oh, um Himmels Willen. Epischer Gewinn. Warum höre ich das nur auf einem Ohr? Mann, ist das unangenehm. Aha. Tja, das war ehrlich. Also am Ende hat man ihn kurz gesehen. Er wollte auch irgendwas sagen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich muss sagen, der Lockdown war jetzt einfach keine Herausforderung, liebe Freunde. Es muss sein. Es muss einfach sein. Ja, die Corona-Ampel. Komm, hier. Was auch immer die Corona-Ampel sein soll. Noch nie gehört. Was gibt's in Deutschland einfach nicht? Was soll denn die Corona-Ampel sein? Lieber Österreicher oder Österreicherin, hören Sie auf! Sie entzürnen die Corona-Ampel. Da ist der Schlendermann. Oder bin ich der Schlendermann? Ich meine, ich schlendere durch die Gegend, ne? Ha. Okay. Nach der Schwierigkeit macht er keine Faxen mehr. Ich meine, das tut ernst. Vielleicht, weil ich mit der Taschenlampe so rumgeblinkt habe. Dann kann es natürlich auch liegen. Naja, ich habe gerade eine Rolle gesehen. Ich will die haben.
Da ist noch eine Rolle. Oh, das sieht gut aus, Leute. Jackpot. So, zack. Und zack. Vielleicht macht es ja sogar Sinn, mit dem Mundschutz rumzulaufen. Das wird halt ein bisschen langsamer. Weil angeblich findet er dann einen nicht so leicht. Aber bis jetzt hat er mich ja nur einmal gefunden. Von daher kann ich damit, glaube ich, leben. Also objektiv betrachtet, sollte ich mich vielleicht fragen, was ich gerade in meinem Leben mache. Ne? Das ist Wochenende, ich habe nur Sachen für die Uni zu tun, ich habe Freunde. Ich könnte ja wirklich, also... Da ist noch eine Rolle, da ist noch eine Rolle. Und da, das noch... oh Leute. Habt ihr das gesehen? Krass dabei, ehrlich jetzt. Und dabei ist es noch 22 Uhr. So, zack. Da hinten waren noch zwei Stück. Basti Kurz, wer ist das? Ganz ehrlich, kann mir gar nichts. Gar nichts. So. Ich glaube, jetzt meint er es ernst. Nur noch eine Rolle, Leute. Eine Rolle. Und dabei habe ich den vielleicht einmal gesehen. Also entweder ich bin einfach krass, oder der Basti meint es nicht so ganz ernst mit dem Lockdown. Das ist auch toll, Leute. Statt ein vernünftiges Garry's Mod Video bekommt jetzt einfach Schlenderman. Hm? Ist das nicht auch was für... Es tut mir so leid. Ich muss die letzte Rolle finden. Na 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 Corona una na. Na 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 na. Keine Ahnung, mir fällt mir, ich kann springen. Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, Leute, ich kann springen. Ich springe hier herum. Ich bin ein Bürger in freier Wildbahn. Na, der Trailer war schon gut, der Trailer war schon gut. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, wo die letzte Rolle sein soll. Ich bin jetzt durch ganz Wien gelaufen. Auch ein Satz, den man selten hört. Aber ich habe... Warum ist alles so dunkel? Ah, nee, um mich herum ist ein Schatten, seht ihr das? Hm. Naja. Ich habe keine Ahnung, wo die letzte Rolle sein soll. Ehrlich nicht. Ich bin jetzt überall durchgelaufen, wo ich... Oh. Big Basti is watching you, ja. Ja, wo ist denn der Big Basti? Oh! Schönen guten Abend. Oh. Ich fürchte, oh Gott. Sie zwingen mich nun zu verschärften Maßnahmen. Okay, 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 Leute. Ich habe den Sieg fast in der Tasche. Lieber Österreicher oder Österreicherin. Nee, 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 nee. Sie entzürnen die Corona-Ampel. Nee, 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 nee. Genug ist genug. Oh Gott. Begeben Sie sich umgehend zurück in Ihre Wohnung, Sie Schlawiner, Sie. Oh nein, ich bin... Unter meine Kanzleraugen. Kanzleraugen. Ein Bürger in freier Wildbahn. Ich will hier weg. Solch ein rücksichtsloses Verhalten, wie Sie an den Tag legen, dürfen wir in unserem schönen Österreich nicht dulden. Hören Sie bitte auf, wegzulaufen. Wir sind doch nicht im Kindergarten hier. Bitte, ich will nur nach Hause. Warum gehen Sie nicht wieder nach Hause? Mach ich doch. Und genießen ein bisschen von diesem Netflix. Netflix? Was hat gerade Netflix gesagt? Danke an Team Turbo für diese Erfahrung. Jetzt wisst ihr, Leute, ich bin wie ein Reporter. Jetzt bin ich in Österreich gewesen, habe euch gezeigt, wie die Umstände da sind. Wie gesagt, stellt euch vor, durch die Straßen wird einfach Merkel laufen, ne, und sagen Bürgern freier Wildbahn, was sehen da meine Kanzleraugen. Ne. Deswegen, ne, habe ich gern gemacht, euch diese Erfahrung nahezubringen. Zuschauer in Österreich, ja, diese paar Prozente der Zuschauer, die ich hier habe, haltet durch. Ich schicke einen Suchtrupp, vielleicht auch noch MTF habe ich irgendwo über. Ich gucke, was ich machen kann. Ne, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Durchhaltevermögen und lasst euch nicht von Basti erwischen. Tschüssi!